Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In den letzten Monaten kamen echt viele, ein paar hundert neue Abonnenten auf meinen Kanal dazu. Und aus diesem Grund dachte ich mir, wird es mal wieder Zeit für ein neues FAQ. Ihr konntet mir alle möglichen Fragen zum Thema Gaming Booster und Gaming Supplements stellen und das über die Fragenfunktion auf Instagram. Einige meinten bei meinen letzten FAQs, dass ich zu wenig Fragen vorlese und somit gibt es heute mal ein XXL FAQ mit, ich glaube, so fast über 20 Fragen habe ich jetzt gesammelt, die ich dann auch beantworte. Und falls ihr im nächsten FAQ auch im Video dabei sein wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram und ja, verfolgt dann auch fleißig meine Stories. Ich heiße auf Instagram Dominic Byrne. Wird auch nochmal eingeblendet. Los geht es jetzt aber mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Was ist zurzeit dein Lieblingsbooster? Da würde ich sagen, auf Platz 1 meines Rankings ist immer noch Uber von US Nutrition. Da gibt es jetzt zwei Geschmacksrichtungen, Eistee Pfirsich und Energy Drink und das ist immer noch mein Favorite. Dann die nächste Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du einen eigenen Gaming Booster rausbringen? Wenn ich die Möglichkeit hätte, ja, aber nicht einen komplett eigenen Gaming Booster, also im Sinne von, dass ich der Geschäftsführer bin. Ich glaube, viele unterschätzen das, einen eigenen Gaming Booster rauszubringen, weil es wird immer so gesagt, ja, ist doch mega easy und mega viele Leute machen das, aber ist halt immer auch mit Risiken verbunden, man braucht ein bisschen Kapital und jetzt ist gerade sehr schwer, Kapital zu erhalten durch die Krise. Und selbst wenn man ja den besten Gaming Booster überhaupt hat und er super schmeckt, eine super Wirkung hat, tolle Inhaltsstoffe, perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch gut ankommt bei den Leuten oder dass halt wirklich gekauft wird. Es gibt immer irgendwelche Risiken. Ich würde dann einfach lieber mit einem bestehenden Hersteller von Gaming Boostern zusammenarbeiten. Ja, das dann aber auch nur, wenn ich meine eigene Formel da einbringen könnte und auch die Geschmäcker selbst bestimmen könnte. Aber dazu noch gleich mehr. Die nächste Frage, hast du Angst bzw. Bedenken wegen Corona? Angst vor der Krankheit an sich oder vor dem Virus an sich nicht. Ich habe aber auf jeden Fall Bedenken und zwar gibt es ja auch viele Small Business Owners, so kleine Unternehmen auch oder bestimmte Unternehmen, die es jetzt sehr, sehr schwer haben. Also ein Beispiel wäre Kino. Niemand kann ja ins Kino gehen und also damit sich ein Kino halten kann, müssen da ja auch eine gewisse Anzahl an Besucher kommen. Sonst machen die dickes Minus oder auch beim Freibad. Wenn die pro Saison nicht irgendwie 1 Million Besucher haben, dann kommen die nicht auf Null, sondern machen Minus. Mega viele Leute werden da vielleicht ihren Job bald verlieren. Und da habe ich dann eher Bedenken. So, die nächste Frage von Mika. Was war dein erster Gaming Booster? Mein erster Gaming Booster war von G Fuel. Hatte ich mir aus den USA bestellt. Und zwar war das dann die Geschmacksrichtung Wassermelone. So, die nächste Frage ist, wann hast du angefangen Gaming Booster oder Supplements zu konsumieren? Da eigentlich ein kleiner Unterschied, weil Supplements an sich habe ich schon etwas früher konsumiert. Aber ich glaube, ich war schon 18. Selbst Vitamine oder sowas, was eigentlich ziemlich harmlos ist, habe ich erst genommen, als ich dann schon volljährig war. Und Gaming Booster, da habe ich mit 20 angefangen und wie gesagt, war dann halt der G Fuel Gaming Booster. Wenn du einen eigenen Gaming Booster hättest, welche drei Geschmäcker würdest du nehmen? Zum einen würde ich auf jeden Fall natürlich Grape, sprich Traube nehmen. Das müsste auf jeden Fall dabei sein. Dann Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone. Ich glaube, ich würde eher versuchen, Eistee Zitrone zu nehmen, weil Eistee Pfirsich hat fast schon jeder und dann würde ich halt versuchen, einen geilen Zitrone, also Eistee Zitrone Geschmack zu kreieren. Und als drittes dann entweder sowas eher Bäriges, ein Bärenmix oder Multifrucht. So, kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie bist du auf den Namen Byrne Gaming gekommen? Byrne ist ein Team eigentlich. Das besteht aus mir und meinen engsten Real-Life-Freunden und das Team gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich war es auch auf meinem Kanal geplant, dass wir oder dass ich dann halt so Highlight-Videos mache oder so Best-Moments oder Funny-Moments und die dann auf meinem Kanal hochlade. Aber ja, da kamen die Gaming-Booster-Reviews dazwischen. Da kommt auch gleich noch eine Frage, wo ich dann noch näher drauf eingehe. Und dann hatte ich mich halt eher darauf fokussiert, aber ich bringe ja immer mal so alle 2-3 Monate bringe ich ja noch so ein Video ja auf dem Kanal. Von Svenny HD, nicht mal Lust auf ein Kompaktvideo, nur über die gängigsten Inhaltsstoffe. Das plane ich auch schon echt sehr lange, aber ich sage ja auch immer, wenn ich das machen will, dann würde ich es auch richtig gut machen wollen. Ich würde dann halt mega viel recherchieren und mir so genannte A-Plus-Papers anschauen, die auch einen wirklichen wissenschaftlichen Gehalt haben. Aber bei solchen Stoffen oder Inhaltsstoffen gibt es meistens nicht so hochgerankte Papers und es ist dann halt ein bisschen schwer, dann auch ein wirklich verlässliches Video oder halt mit verlässlichen Quellen dann so ein Video da zu drehen. Deswegen habe ich da eher weniger Lust drauf, weil es halt mega viel Arbeit wäre und es würden vielleicht auch nicht so viele interessieren. Also wenn ich 20 Minuten über irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten rede, das interessiert wahrscheinlich auch nicht so wirklich viele. Irgendwo ist es schon wichtig, das einmal zu machen, dass es so eine Referenz
Referenz gibt, wo ich dann sagen kann, hey, wenn es dich wirklich, wirklich interessiert, schau dir halt dieses Video an, was ich da mal gemacht habe, aber ja, mal schauen. Dann, was ist dein Lieblings-Level-Up-Geschmack? Da habe ich ein Video gemacht, die Top 10 meiner Lieblingsgeschmäcker von Level Up, und ich glaube, auf dem ersten Platz war Eistee Zitrone. Ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt schmeckt durch den Zucker, wahrscheinlich schmeckt es vielleicht sogar noch einen Ticken besser jetzt, einfach noch süßer, aber ich werde es nicht testen. Dann von Naruto Boy die Frage, wieso ist OS Nutrition dein Partner? Wegen dem Geschmack, Wirkung oder gibt es einen anderen Grund? Ich habe ja 8 Bewertungskriterien bei meinen Reviews und es ist dann so ein Mix aus diesen ganzen verschiedenen Punkten. Irgendwo ist mir natürlich Geschmack, Wirkung und auch Preis-Leistung. Also diese 3 Punkte sind mir so schon die wichtigsten. Und das hat halt am besten bei OS Nutrition, also beim Uber, gepasst. Deswegen habe ich mich auch für eine Partnerschaft mit OS Nutrition entschieden. Apropos OS Nutrition, und zwar gibt es da jetzt auch ein neues Bundle. Und zwar ist das zum einen mit dem Uber Game and Mind Booster und dann auch noch mit Ambrosia. Das ist der Vitamindrink, der auch Mineralstoffe enthält. Diese 2 Produkte würden einzeln 63 Euro kosten. Aber jetzt gibt es da ein Bundle, das ist ganz neu. Und zwar kostet das jetzt nur 50 Euro. Und was auch noch dazu kommt, ihr könnt auch noch meinen Rabattcode nutzen. Dann spart ihr nochmal mehr. Und zwar einfach Burn, B-U-R-N. Dann spart ihr nochmal 5%. Und was ich auch cool finde, ist, man kann die Geschmacksrichtungen frei wählen. Also könnt zum Beispiel beim Uber Eistee Pfirsich nehmen und beim Ambrosia einfach rote Früchte oder Honigmelone von Ambrosia zusammen mit Uber Energy Drink. Das könnt ihr frei wählen, wie ihr Lust habt, aber ich muss euch warnen, beim Uber ist der Bestand von Eistee Pfirsich sehr gering, also da gibt es nicht mehr so viele Dosen, und wenn das jetzt weg ist, dann ist es halt weg. Ich weiß nicht, wann da ein Restock kommen könnte, also da müsst ihr auf jeden Fall schnell zuschlagen, wenn ihr das haben wollt. Dann der Sander fragt, was sagst du zu Montes Video zu Booster Placements etc.? Ich habe das Video gesehen und ich fand das Video auch gut. Ich konnte ihm in so ja fast allen Punkten zustimmen. Ich meine, er hat ja fast schon alles gesagt, so wie der Einkaufspreis ist vielleicht deutlich geringer als der Verkaufspreis, was aber irgendwo auch Sinn macht, weil man will ja auch Gewinn machen als Unternehmen. Wer es ja nicht haben will, also wer es zu teuer findet, der muss es halt nicht kaufen, ist ja freiwillig. Es gibt ja auch viele Leute, die halten Game Booster für allgemein sinnlos und die können das dann, die müssen das ja auch nicht kaufen. Also zwingt sie ja niemand dazu, einfach ignorieren, würde ich sagen. Dann, wie gut findest du den Geschmack von Zack plus Headshot? Also ich finde den Geschmack ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ist meine Meinung. Ich weiß, einige können ihn pur oder ganz normal gar nicht trinken, sondern müssen es mit einem anderen mixen. Ja, aber so schlimm finde ich es jetzt nicht. Es ist schon sauer, es ist irgendwo auch ein Ticken bitter, aber natürlich gibt es Game Booster, die deutlich besser schmecken. Bei Zack plus geht es ja nur um gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine krasse Wirkung, mehr nicht. Meinung zu Gamers Only Partnerschaft mit Monte, fragt Carmack. Ja, ich weiß nicht, was ich da für eine Meinung haben soll, aber ich finde es eigentlich gut, die Partnerschaft. Also Monte hat sich da echt einen guten Partner ausgesucht. In der Vergangenheit hatte er ja manchmal so einen Fehlgriff, was einen Partner angeht. Bestes Beispiel war Fesky. Das war ja damals der schlechteste Booster. Also jetzt mit Gamers Only, die ja bei mir auf Platz 3 sind im Ranking, macht er auf jeden Fall nichts falsch. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, wie sieht für dich der perfekte Booster aus? Also mit den genauen Milligramm-Angaben. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und zwar heißt das, glaube ich, der beste Game Booster 2018. Also ich mache ja jedes Jahr so ein Best-of von den Game Boostern. Und im Jahr 2018 habe ich dann so ein bisschen darüber geredet, was ist für mich so der perfekte Booster, der dann sowas wie Koffein mit so 175 bis 250 Milligramm ungefähr, am besten eher natürliches Koffein und nicht chemisches oder künstliches Koffein, das dann vielleicht auch so in Kombination mit Guarana oder halt Mikro verkapselt, also dass da so Wachs drum ist um das Koffein, damit es nicht sofort alles auf einmal wirkt. Acetyl-L-Carnitin, irgendwie so 1-2 Gramm. Klar, Tyrosin, der Klassiker, kann auch noch mit rein, so 1-2 Gramm. Taurin muss nicht unbedingt mit drin sein, könnte man entweder rauslassen oder halt nur sehr gering dosieren. Alpha-GPC ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Inhaltsstoff, was die Engländer auch häufig drin haben, ist aber auch sehr teuer, also da dann vielleicht nur so 300-400 Milligramm, was eigentlich auch schon gut wäre. Ja, und Ashwagandha vielleicht noch, das finde ich auch ganz gut, weil das hilft noch so den Fokus auch noch mal so ein bisschen zu verbessern, und da dann einfach auch so 500 Milligramm. Die nächste Frage, wie bist du dazu gekommen, Game Booster zu reviewen? Ich habe mich, wie gesagt, generell für das Thema interessiert, also ich hatte mir einfach mal so den G-Fuel damals gekauft, um ihn so zu testen. Dann eigentlich so durch Marcel, also vielleicht kennt ihr den YouTuber, der heißt Scorpion Plays, und der hat dann einen eigenen Game Booster bekommen bei Tryhard Plus, das war die Scorpion Edition, und die habe ich dann einfach mal reviewed, weil ich auch so einen Vergleich hatte mit G-Fuel Wassermelone, weil die Scorpion Edition war auch Wassermelone. Da habe ich einfach mal ein Video drüber gemacht und Marcel hat es auch gefallen, der hat es dann auch geteilt auf Twitter und Insta und so, und da hat es natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Dann irgendwann später kam dann halt noch Fesky, und als Monte das in
seinem Stream vorgestellt hatte, war es so das erste Mal, dass Gaming Boosters einen richtigen Hype bekommen hatten, also bevor Level Up überhaupt da war. Und da hatte ich dann, weil ich ja G Fuel schon kannte und Tryhard Plus die Review so gut ankam, da habe ich dann halt auch ein Fesky Review gemacht, das kam auch mega gut an. Ja, ist bis heute mein meistgeklicktes Video. Dann die nächste Frage, kann man von Gaming Boostern abhängig werden, wegen dem Koffein, was da drin ist? Da würde ich sagen, jein. Also es ist ja so, du trinkst ja einen Gaming Booster, wenn du dich müde fühlst und zocken willst und gleichzeitig eine gute Leistung abbringen willst. Wenn du dann Koffein nimmst, dann verbessert sich das alles, hast vielleicht bessere Runden, macht mehr Spaß. Wenn du dann am nächsten Tag wieder zocken willst und willst wieder diese guten Runden haben, aber du bist halt wieder müde und dann musst du halt oder denkst du halt, dass du dieses Koffein wieder nehmen musst, damit es dann wieder besser läuft, was eigentlich gar nicht so stimmt. Aber da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Deswegen sage ich auch immer so 2-3 Mal die Woche Game Booster sollte man nehmen, das reicht und mehr nicht. Natürlich auch ausreichend schlafen und lieber Wasser trinken dann, wenn man halt nicht einen Gaming Booster trinkt, was dann so 96% der Zeit ist. Aber Koffein an sich ist jetzt eigentlich kein süchtig machender Stoff, würde ich mal behaupten. Also zumindest bei mir nicht so. Bin aber auch generell ein Mensch, der absolut gar nicht suchtanfällig ist. Also ich kann mit allem sofort immer aufhören, da habe ich keine Probleme. Aber da das nicht bei jedem so ist, muss er da halt natürlich auch ein bisschen aufpassen und sich auch ein bisschen zurückhalten. Meinung zu Montes Statement und Reactions von Stay Matthias Clemens. Ja, da war schon ein bisschen viel los. Ich habe mir auch alles oder fast alles angeschaut. Ich habe mir die Reactions angeschaut zu dem Monte-Statement von Stay und Matthias. Ich kenne ja Matthias oder habe auch mal mit ihm geschrieben und ich finde ihn auch sehr sympathisch, aber was er da in seinem Reaction-Video gesagt hat, hat einfach nicht gepasst, war einfach nicht stimmig. Die Aussagen, die er getroffen hat, haben nicht wirklich Sinn ergeben, dass er zum Beispiel sagt, irgendwas wäre günstiger als das andere, also von der Produktion her, hat er eigentlich nicht gepasst. Also es hat sich so angehört, als würde er einfach alle anderen Gaming Booster schlecht reden, egal was für Inhaltsstoffe sie haben, und er ist es auch nicht so wirklich durchgegangen. Er hat sich auch nur zum Beispiel eine kleine Portion angeschaut und gar nicht gecheckt, dass es große Portionen gibt. Zum Video von Stay kann ich nur sagen, ja, also der hat leider gar keine Ahnung. Das Problem ist, dass er mal ein, zwei Sachen gehört hat und dann jetzt von den Sachen fest ausgeht, dass sie auf jeden Fall stimmen. Also zum Beispiel hat er ein Angebot bekommen, dass er 60% Affiliate-Provision kriegt für eine vermittelte Dose, sage ich mal. Das war ein absoluter Einzelfall. Das Problem ist, er denkt, dass alle Hersteller so sind, was natürlich nicht so ist. Ich meine, ich kenne fast jeden Geschäftsführer oder auch die Entwickler von dem jeweiligen Game Booster beim Unternehmen und das sind wirklich die verschiedensten Leute. Also da haben wir manchmal normal Berufstätige, die sich mit Studenten oder sowas zusammentun. Dann irgendwo auch Akademiker, die das wirklich studiert haben und dann Master an der Hochschule gemacht haben oder einfach auch Unternehmer, die schon seit 20, 30 Jahren Unternehmer sind und dann halt auch so ein Business-Know-how haben. Da kannst du nicht sagen, dass die alle irgendwie den gleichen Produzenten haben und alle für den gleichen Preis herstellen und dann auch die gleichen Angebote bei Partnerschaften machen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das kann gar nicht sein. Und ich habe ja auch schon Angebote bekommen und weiß auch, wieso die Provisionen sind. Und Stay liegt da bei sehr, sehr vielen Sachen leider falsch, was er aber leider nicht versteht. Und die Leute glauben ihm das natürlich auch blind, weil er diesen einen Proof hat mit den 60% Affiliate, was eine absolute Ausnahmesituation war. So, die nächste Frage jetzt schon mal. Zack Plus Headshot Gingerade probiert? Wenn ja, Geschmacksvergleich zu Cola Cracker. Nein, habe ich leider noch nicht probiert. Ich würde es gerne mal probieren, aber irgendwie will ich es mir nicht kaufen. Keine Ahnung warum. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach schon so viele Game Booster zu Hause habe und dann brauche ich jetzt nicht noch eine komplette Dose. Was hältst du von dem koffeinfreien Energy Booster von bla bla bla? Ja, ich sage jetzt mal den Namen nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich da nicht noch ein Video dazu mache und ob ich das dann nicht als Negativbeispiel zeige, dann ohne Bilder, ohne irgendwelche Namen zu zeigen, sondern einfach nur auf die Inhaltsstoffe eingehe und dann euch daran halt zeige, was diesem Booster so schlecht ist und worauf man da achten muss. Könnte ich gerne machen, wenn ihr drauf Bock habt. Die nächste Frage, andere Formate, die zum Beispiel mehr mit dir als Person zu tun haben in Planung. Würde ich jetzt spontan sagen, konkret in Planung nicht. Natürlich habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie ich das umsetzen könnte. Deswegen bleibt der Fokus weiterhin auf Reviews und Will It Boost zum Beispiel, solche Formate, wo ich dann die Game Booster miteinander mische und so. Dann vorletzte Frage, schon mal Probleme gehabt vom Booster trinken? Also sowas in Richtung Herzrasen hatte ich noch nicht. Nur einmal bei einem Game Booster, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, und den Booster hatte ich auch nicht in mein Ranking aufgenommen. Genau wegen diesem einen Problem, was ich hatte. Und zwar war da, glaube ich, sowas wie Lutein drin, was ja die Sehkraft so ein bisschen verbessern soll. Oder ihr kennt es ja, wenn ihr müde seid, fallen euch die Augen zu. Und das soll dann halt durch diesen einen Stoff nicht passieren, so grob gesagt. Stimmt jetzt vielleicht nicht ganz, aber nur damit ihr euch vorstellen könnt, was es macht. Auf jeden Fall war es dann irgendwie mal so, dass
dass ich glaube, die Dosierung da nicht so ganz gut war bei dem Booster von diesem einen Stoff halt. Und ich dadurch dann irgendwie mich normal zwar umschauen könnte, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, mein Augapfel, ich weiß nicht, ob es links oder rechts war, konnte sich nicht so ganz bewegen für ein paar Minuten, was dann halt mega strange war. Genau, und deswegen ist dieser Game Booster auch nicht im Ranking und deswegen rede ich über den nicht, weil den sollte sich besser niemand kaufen. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Kannst du mal einen Booster oder so verlosen? Wäre korrekt. Ja, also ich habe ja schon sehr viel verlost in den letzten 2 Jahren. Beispielsweise hatte ich ja bei meinem 1000 Abo Special, hatte ich 6 oder 8 Gaming Booster Dosen und dann noch 6 oder 8 Shaker verlost. Und wenn ihr euch mal meine Abonnentenzahl anschaut, dann könnt ihr sehen, dass ich fast bei den 2000 Abonnenten bin. Also eventuell könnte da im Mai oder im Juni etwas kommen. Fest geplant ist es noch nicht, aber mal schauen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls da irgendwas kommt. Also ich schreibe es natürlich immer auch in den Titel, damit ihr direkt sehen könnt, jo, da gibt es jetzt ein Gewinnspiel, aber da kommt bestimmt noch was in Zukunft. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.